Hallo und willkommen zu Let's Play Minecraft mit Xenka und mir, KingFarmer1989. Ja, wir sind in unserer halbfertigen Bude hier mit einer super Aussicht, Panoramablick, wunderbar. Haben hier richtig schöne Glasfenster. Ja, hier haben wir ein bisschen zu wenig Lehm noch. Da fehlt ein bisschen roter Teppich, da ist ein bisschen Kakao ausgelaufen. Xenka meldet sich gar nicht zu Wort. Ich Ich höre weiß nur auch zu nicht. gerade. Du Ach warst so so. schön am Erzählen, da wollte ich dich nicht unterbrechen. Ja, wir haben jetzt so lange nicht gespielt, deswegen, ich muss echt überlegen, was wir jetzt noch machen wollten direkt. Naja, also wir haben Teppich. viel andere Sachen in der Zeit gemacht, ne? Wir haben Ja. ja da an unserem eigenen erstellten Server ein bisschen rumgefummelt. Richtig. Und ich weiß nicht, soll man die Ankündigung schon machen, dass Ja, da. mal testen. Also wir wissen noch nicht mal, ob es überhaupt funktioniert, so gesehen. Richtig. Also wir haben vielleicht vor, unter Umständen eventuell irgendwann zu streamen, wenn es funktioniert. Und das machen wir dann über diesen selbstgebastelten Multiplayer-Server. Wo wir keinen anderen drauflassen werden. Richtig. Weil wir sind ja Einzelgänger. Zu zweit. Und genau, wir sind zwei Einzelgänger. Und ja, nee, also wir hatten in letzter Zeit also sehr wenig gemacht da in dem Bereich. Ja. Xenka hat ja mit seinen Projekten, um da mal wieder ein bisschen Werbung zu machen, Singularity, einige Parts wieder hochgestellt. Gilde, weiß ich nicht, spielst du bei der Gilde noch weiter? Im Moment kann ich grundsätzlich nicht viel aufnehmen. Ja, wegen den Ja, Renovierungsarbeiten, immer genau. noch. Ja, das dauert auch noch ein bisschen. Und dann bin ich jetzt bald nächste Woche in Urlaub und da kommt jetzt halt einige Zeit nichts von mir. Aber da ich ja noch nicht meine 2000 Abonnenten habe, wird das, glaube ich, nicht so viele. Leute aufregen. Ja, genau. So, hatten wir hier noch was zum Mitnehmen? Hier. Ja. Bisschen das. Lassen wir So. die Hütte hier ganz zurück oder was? Hatte ich jetzt Ja, vor, oder? dann nehmen wir halt ein bisschen was mit. Ofen oder so. Nee, ist wurscht. Wir haben oben als Bett wäre ganz nützlich mitzunehmen, ne? Oder haben wir oben jetzt ein Ich Bett? habe keine Ahnung. Ich habe Wir eben nehmen das überhaupt einfach nicht darauf mit. geachtet, was wir da oben haben, Also ich wirklich. weiß, dass wir eine Crafting Table und. Oh. Das ist praktisch. Das heißt, wir werden jetzt definitiv in den Genuss einer fertigen Decke kommen. Das ist äußerst praktisch. Das Einzige, was uns jetzt noch fehlt, ist sowas wie, du kommst mal mit. Du kommst mal Oder auch mit. nicht. Ich sagte, du kommst Ja, mal fütter ihn mit einem Haufen Dreck. Das ist eine super Idee. Schlag ihn mal mit dem Schwert. Du kommst mal mit. Nein. Das hat auf dem. Ja, share ihn. Das hat auf dem Multiplayer-Server doch super funktioniert. Aha. Oh. Das gehakt hat, ey. Es wird zwar nach. Oh, Moment, haben wir überhaupt. Wir haben Peaceful drin. Back to the game. Dann müssen wir jetzt laufen. Wegen der Let's Show-Welt. Multiplayer-Welt. So, nein. Inventar ist voll schade. Schmeiß eine Blume weg. Nee, warte mal. Viel. Hä? Ach Ich hatte nur eine so. weiße Wolle. Ach so, ja. So, Das ist viel zu intelligent gewesen. für wen? Für dich? Halt die Knarre. So, bevor wir schnell rennen. Was ist denn da oben überhaupt? So ein komisch geformter Berg, oder? Ja, aber den sollten wir jetzt erstmal nicht mehr angucken. Ich finde, wir sollten noch mal kurz Nicht in die Hütte mehr zurückgehen. angucken. Du musst ja nicht hochrennen, aber. Ach so, wir haben jetzt Zombies eingestellt, ne? Ja. Das sagte ich Ja, gerade. habe ich. Jetzt So. ist mir auch wieder eingefallen. Dann geh So. einfach mal pennen. Wir haben ja auch diese schöne Laterne oben drauf, dass auch ja alle Monster kommen. Genau. Aber das juckt uns nicht. So. Ja, sicherheitshalber. Ich kenne ja unser Glück. So. Hui. So. Haben wir jetzt genug Wolle? Ich weiß es nicht. Ich vermisse unsere Multiplayer-Welt. Jetzt schon. Ja, die So, ist ja, viel die war richtig schöner. genial, ne? Zu zweit schafft man einfach mehr und hat auch mehr Ideen, wenn man zusammen baut, so, ich weiß nicht. Was ist denn da hinten? Naja, erstmal hier. Wir können danach auch umdekorieren auf Orangenteppich oder so. Nein, lass mal stecken. Rot passt schon. Auf pinken Teppich. Einfach die Haut von den Schweinen.
Ja, nee, das ist ja hier. Soll ich wieder einen Waldbrand für dich anzetteln, ja? Nee, nee, das FSK 18-Schild musst du davor machen. Jetzt weiß ich, was wir vergessen haben. Das Inventar zu leeren. Und das Schild. Ich glaube, wir machen demnächst jetzt einfach echt mal so ein FSK 18-Schild, immer wenn wir anfangen, über irgendwas zu reden und. Oh, Knochen. Ah, haben wir Knochen dabei? Nein. Was schmeißen wir anstatt der Knochen weg? Pfeile. Nee, die rote Farbe. Sprengpulver. Was weiß ich? Die rote Farbe. Ja, und jetzt springst du erstmal wieder voll über die rote Farbe drüber. Ich möchte hier. Wir haben uns keine Themen zurechtgelegt, hör mal. Ja, das hätten wir machen können, richtig? Die Gamescom startet seit, also heute, ich glaube, heute zum ersten Mal für Besucher, ne? Ich habe keine Ahnung, ich habe mich überhaupt nicht erkundigt. Doch, heute zum ersten Mal für Besucher, gestern zum ersten Mal für die breite Masse der Presse, soweit ich weiß. Aber ich glaube, seit Montag ist da schon mit Developers Conference und so ein Zeug. Ich weiß noch nicht mal, was vorgestellt wird dieses Jahr. Also ich weiß, dass auf alle Fälle einer der größten, das stand auch in der Zeitung, einer der größten Stände ist definitiv wohl Battlefield 3 oder was Battlefield? Ich glaube Diablo 3 ist im Moment. Ja, Diablo 3 ist ja schon die letzten 2 Jahre auch immer dabei. Ja, das heißt ja nichts. Ja, ja. Ja, bin mal gespannt, was da so ist. Ich bin jetzt da nicht. Ich wäre an sich schon gerne hingegangen, aber. Kein Bock. Na, das ist also. Man muss ja nicht unbedingt hin. So. Haben wir eine Schaufel? Ja, wir haben eine Schaufel. Dann geht das Ganze schneller. Ja. So. Ich frage mich, ob ich gerade mal googeln soll, was es so für Themen gibt. Wieso eigentlich nicht, ne? Wenn schon mein Laptop hier daneben steht. Denk dran, das Audio, ne? Ach so, ja, ich könnte mal den Ton von meinem. Ach, ich habe Internet ja ganz aus. Haha, dann lass es aus. Ja, nee, ich mach das jetzt einfach an, ist ja kein Problem. Wenn gleich die Aufnahme wegen dir. Ach, die Aufnahme geht nicht futsch, da passiert gar nichts. Zack, paf! Ja, dann ist es meine Schuld und ich mach's. Das tut dir ganz schrecklich leid dann. Abgeschlossen. Ach, und ich habe mein WLAN noch nicht mal an. Ach, mein Laptop ist wieder so schön warm. Habe ich schon vermisst. Yeah, wir haben es geschafft. Guck, die Aufnahme läuft noch. Hast du es gehört? Ja, ich höre dir zu. Ich bin nur hier. Ja, die gute ist fürs Erste. Ich würde draußen noch einen Zaun machen, ich meine, sonst fällst du mir danach noch da runter. Wollen wir doch bei 1.8 den Glasscheibending. Bei 1.8 fangen wir sowieso eine neue Welt an. Warum? Weil es neue Seeds gibt und einen neuen Weltgenerator. Ich weiß gar nicht, ob das denn überhaupt hier noch läuft. Das schauen wir dann. Übrigens hatten wir hier ein Bett. Das war also sinnlos, das mitzunehmen. Hört man jetzt den Rechtsklick von meiner Tastatur? Ich glaube schon. Weiß ich nicht. So. Jetzt hört man, wie ich mein Passwort eingebe. Ich habe mein nicht Passwort gut. Vergessen. Ah, nee. So, was als nächstes? Ha, es stimmt. Komm, wir haben jetzt hier. Ja, das, was wird denn das da im Feld? Soll das so eine Art Vorratskammer dann auch groß werden? Ich meine, das haben wir. Sollen wir da hinter einen Raum machen? Ja, würde ich machen, wie wir auch auf dem Multiplayer gemacht haben. Ist eigentlich mal cool, wenn man so ein bisschen Ordnung in seinen Sachen hat, ne? Boah, ich muss jetzt echt mal hier umleiten, die Hitze, ey. Wir haben eine Axt dabei. Das kann ja nicht mehr angehen. Tun wir mit deiner Hitze. Ja, wir haben da ein Tuch, aber ich habe Angst, dass es an Feuer fängt, wenn wir das da reinlegen. Lass es doch einfach, so schlimm wird es schon nicht sein. Fass mal bitte meinen Laptop an. Nö, kein Lust, mich zu verbrennen. Jetzt habe ich den nicht zu verbrennen, ja genau. Jetzt habe ich den weggehackt, obwohl ich was anderes hinhaben wollte. Ach. So. Ja, ich würde sagen, in einem großen Raum. Da weg und Holz. So, wird er dann, soll ich dann, ja gut, das wird dann wahrscheinlich größer werden. Ja, reicht ja im Grunde, wenn du jetzt hier schon stoppst oder so und dann einfach nach rechts weiter ausbaust. Es muss ja nicht so weit da in den Berg reingehen. Nee, wenn, dann soll schon ein großes Ding sein. So, und dann nutzen wir nämlich auch hier die Holzverkleidung mit direkt. Naja, meine ich ja. Das ist dann so, wie ich in meiner Welt hier die Taverne gebaut habe, hinter der Hafenmeisterei. Die Taverne, so. Ja. Und hast du irgendein Thema gefunden, worüber wir diskutieren können? Nee, ich habe erstmal jetzt gemacht, dass das Internet funktioniert. Ja, ist auch wahr.
Ich gucke ja andauernd nebenbei, ob ich irgendwas ob die auf, na, ja, das auch und ob die Aufnahme noch läuft, weil ich ja keinen Bock habe, dass wir dann hier zu viel weitermachen, ohne dabei zu sprechen. Hm. Wo könnte ich denn gucken? So hält das Handy länger durch. Wow. Ja, wow. Du guckst nur gerade bei web.de. Ja, bei web.de. Grad. Ich werde jetzt einfach mal überall vorbeischauen, was es so Tolles gibt. Hatte ich schon erwähnt, dass Google Motorola aufkauft? Ja, hat doch schon, oder? Ja. Moment, hatten wir noch Eisen? Ja, hatten wir. Musst du dir mal überlegen, so ein Google ist ja eine relativ im Vergleich zu Motorola neuerer Konzern, jüngerer Konzern. Und der kauft eiskalt Motorola auf. Das ist schon ziemlich krass. Geht eher um die marktstrategische Macht, dass Google jetzt eigene Handys hochholt. Wenn ich jetzt sage, ja, das Problem ist, Google hat, na was heißt das Problem? Das, was Google sehr gut macht, ist eben dieses Aufkaufen von normal kleineren Firmen. Das haben die ja schon früher immer gern gemacht. Ja, so klein ist Motorola jetzt nicht. Eben, deswegen, das ist jetzt mal eine größere Sache. Deswegen muss das Kartellamt das Ganze nochmal anschauen. Überschauen. Haben die überhaupt vor, den Namen zu ändern? Ich glaube nicht, oder? Nee, das soll als eigener Geschäftsbereich weiterlaufen. Weil es ja eine Marke ist in dem Fall. Die kaufen ja auch meistens die kleinen Firmen auf, wo die Ideen gut sind, aber die Finanzierung nicht so stark, um die dann die Ideen weiterentwickeln zu lassen unter eigenem Namen, aber die Gewinne gehen dann quasi an Google. Ja, so ungefähr. So, so. Ich meine, super interessant. Ja, nee, wieso? Ich meine, Marktwirtschaft. Besser als wenn wir gar nichts zu quatschen haben, wenn wir die ganze Zeit hier einfach nur Stein rausklopfen. Ja, ist doch wahr, irgendwas muss man ja quatschen. Und ich meine, die ganze Zeit darüber zu philosophieren, wie man am besten einen Stein hackt, ist ja jetzt auch nicht so intelligent. Doch, doch. Unbedingt. So. Ole, ole. Ach, es gibt im Internet so viele langweilige Sachen, ey. Ich weiß gar nicht, was ich suchen soll. Schlag mal was vor. Ja, genau, das sage ich mir nämlich auch. Böse Menschen und ihre Verurteilungen. Keine Ahnung. Ah. In unserer Multiplayer-Welt hätten wir hier schon längst hier Dinge. In unserer Multiplayer-Welt ist viel lustiger. Ja, weil wir zu zweit spielen. Nee, da hätten wir jetzt definitiv, da bin ich mir ganz sicher, dass wir schon eine Riesenhöhle gefunden hätten wieder. Ach so, ja. Wir haben ja so eine monströse Höhle im Multiplayer gefunden. Mhm. Ich habe mich einfach, wie war das? Du hast da ein bisschen das Haus gebaut und gerade so ein paar Felder angelegt oder so am Strand. Ja. Und ich habe mir gedacht, ich buddel mich einfach mal unter unserem Haus ein bisschen tiefer und habe dann eine kleine Höhle gefunden. Und die Höhle wurde irgendwie immer größer und größer und größer. Da war immer eine Abzweigung, dann sind wir in die Abzweigung lang gegangen. Und da waren wieder drei neue Abzweigungen, aber die haben nie geendet, die gingen einfach immer weiter. Und jetzt haben wir so ziemlich unter einer ganzen, wenn man jetzt sich so eine Karte produzieren würde, ne, und eigentlich so ein ganzer Kartenbereich ist, glaube ich, so unterirdisch schon Höhle, was wir gefunden haben. Und wir haben immer noch nicht alles aufgedeckt. Also es ist echt monströs, das Teil. Und es gibt überall Lava und Diamanten und Eisen und alles einfach. Wir hätten jetzt lachen uns ganz viele aus mit, ja, das ist ja immer so. Nein, das ist nicht. Das ist nicht immer so. Oh, wer weiß. So. Wir als Minecraft-Spieler. Ich muss mich gar nicht Experten. Ja, 100 Pro. Ich überlege gerade. So. Angestrengt, sehr angestrengt. Das reicht aber von der Größe her. Ja. Ich muss erstmal Holz kloppen wieder, ne? Ich meine, wenn wir jetzt da, wie viele Kisten wollen wir da am Anfang reinmachen? 5 Stück oder so? Erstmal nur Einzelkisten, würde ich sagen. Aber genug Platz, damit man eine Doppelkiste draus machen kann. Hm. Moment, machen wir da eins, da eins, da eins, da eins. Also erstmal 4 Kisten, davon haben wir aber genug.